Hypergames Raw Fury. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt. Heute mit Snufkin, die Melodie des Mumintals. Ich bin unglaublich gespannt, was uns erwarten wird. Wir schlüpfen natürlich in die Rolle von Snufkin oder Schniff. Sniff? Verdammt, Angst, ich hab's vergessen. Wir begeben uns auf ein musikalisches Abenteuer, ja, um Harmonie und natürlich das Gleichgewicht im Mumintal wiederherzustellen. Genug gequackelt, ich würde sagen, ich stürze mich einfach mal hinein in ein neues Spiel und ich muss zu einem Spiel eigentlich nichts mehr sagen. Es hat sowieso alles keine Hand und Fuß mehr. So, Rainer! So, denk daran, dass du LT drücken kannst, um zu laufen. Da sind sie! Ich werde dich schrecklich vermissen, Schnupferig. Musst du wirklich gehen? Der Herbst ist angebrochen. Es wird Zeit, dass ich mich auf den Weg mache. Außerdem schlaft ihr Mumins doch eh den ganzen Winter. Ich weiß, aber versprich mir, dass du ganz sicher wiederkommst, ja? Ich komme im Frühling zurück, so wie immer. Dann warte ich hier auf der Brücke auf dich, wie immer. Auf Wiedersehen, Mumin. Wir sehen uns im Frühling. Tschüss, Mumin. Grüß mir Mumin Papa und Mumin Mama und das kleine Mü. Und vielleicht noch Snork Fräulein. Inspiriert von den Geschichten von Tove Jansson. Spiel von Hypergames. Veröffentlicht von Raw Fury. Musik in Kollaboration mit Sigur Rós. Also doch. Mit Unterstützung vom Norwegisches Filminstitut und dem Viken Filmcenter. Mumintal ist nicht mehr weit weg. Ich kann es kaum erwarten, Mumin wiederzusehen. Oh, komm, wir gucken uns erstmal um. Es müsste mittlerweile aus seinem Winterschlaf erwacht sein. So, wir haben eine neue Aufgabe. Wiedersehen mit einem guten Freund. Wenn der Frühling kommt, findet man Mumin immer an der Brücke. Ich freue mich schon. Ach, ist das schön. Wir sind da. So. Euch ist vielleicht aufgefallen, ich habe den Strömer-Modus nicht aktiviert. Ja. Für unser Pläsier. Ich hoffe für unser Pläsier. Sonst würden wir wahrscheinlich die schöne Musik von Sigur Rós nicht hören dürfen können. Oh, das ist großartig. Ich gucke mich um. Ich nehme mir die Zeit. Wir gucken uns alles an. Die Demo wird sowieso nicht allzu lange dauern. Geh mal stark davon aus. Nanu? Ist der wirklich der Schnupferig? Ich
kann es nicht glauben. Hallo? Hallo? Wer ist denn da? Ui! Seltsam. Das war knapp. Was ist hier los? Hallo? Nee, nee, komm raus. Komm raus, du kleiner Wicht. Was ist hier los? Es ist, hat sich versteckt. So, ich geh mal weiter. Ich geh einfach mal weiter. Springen. Mit A. Willst du über etwas springen? Gehe drauf zu und drücke A. Oh, nichts leichter als das. Aha. Cool, sehr schön. So weit können wir nicht springen. So weit kann niemand springen. Nicht mal Snufkin. So. Da ist er wieder, der große Wanderer. Hallo? Wenn ich es nur wagen würde, mit ihm zu sprechen. Hallo? Aber warum sollte er mit mir sprechen? Was ist da los? Hallo? Wer bist du denn? Kleines. Huch! Ich hab viel zu viel Angst zum Reden. Was für ein seltsames kleines Geschöpf. Nebenbei hat mich bemerkt. Jetzt komm raus. Was ist hier los? Komm raus hier. Ich hole gleich einen Knüppel. Dann geht's los. Immer das Gleiche. So, hat er sich hier? Nö, hat er sich nicht versteckt. So, können wir hier runter? Wir können hier runter. Kann ich jetzt aber auch da oben drauf? Ich will alles sehen. Die Umgebung ist so wunderschön. Oh, es ist... Ach, der Style. Du reißt dich zusammen. Geh einfach hin und sag Hallo. Du musst der große Schnupferich sein. Ja, hallo. Und wer bist du? Oh, das hat mich noch nie jemand gefragt. Ich bin wohl zu klein und nutzlos, um einen Namen zu haben. Jeder verdient es, einen Namen zu haben. Meinst du das wirklich? Vielleicht kannst du mir helfen, einen Namen zu finden. Oh. Ich bin eigentlich gerade unterwegs, um meinen alten Freund Mumin zu treffen. Ach, das macht nichts. Ich kann mitkommen und kann dir sogar die Gegend zeigen. Neue Aufgabe, das namenlose Geschöpf. Finde einen Namen für das merkwürdige Geschöpf. Ach, so merkwürdig ist er gar nicht. So, wir könnten auch eine Aufgabenliste haben. Wir treffen uns natürlich gleich mit dem Mumin, ja. Und abgeschlossen haben wir noch nichts. Und wir könnten natürlich da unten noch das namenlose Geschöpf auswählen. Okay, na gut. Tun wir doch einfach so. Inventar haben wir noch gar nichts. Wir sind auch gerade erst gestartet. Na komm. Hubertus. Hubertus vom See. Hubertus vom See. So, wir gucken uns mal überall um. Wir rennen durch die Büsche und erfreuen uns des Lebens. So, hier ist... Wir können hier nichts sammeln. Schade. So eine schöne Beere als Wegzehrung. Hey, warum so eilig? Sie scheinen verstört zu sein. Was ist hier los? Was ist hier los? Komm, Hubertus. Oh, noch mehr Tiere verlassen das Tal. Traurig, aber verständlich. Ah, hallo? Was macht Ihnen zu schaffen? Soll ich Ihnen folgen? Das Bisam. Wenn man ein Wasserleck entdeckt, schaust du dann, wo es hinfließt? Oder verfolgt man es an seinen Ursprung? Geh dorthin, wo sie herkommen. Dort findest du wahrscheinlich die Antwort.
Warum fliehen Sie denn aus dem Mumintal? Der Schnupferich ist also wieder da. Zumindest einige Dinge ändern sich nicht. Er hat das Herz am rechten Fleck. Mit seinem Verstand jedoch kann man das nicht immer sagen. Es hat sich so viel verändert. Nun gut, danke. Das ist, ich sag mal danke. So, klettern! Drücke A, um dich an was bekletterbaren Oberflächen festzuhalten. Schön, das tue ich doch wohl. So, wir krauchen hier rauf. Schnupfgen ist nichts zu schwör. So, einmal hier rum. Hubertus, kommst du? Das ist so gut. Es ist, Entschuldigung. Der Gesichtsausdruck und das hier hochkreuz. Ich schmeiß mich weg. Was ist so gut? Gegenstände aufheben. Zum Aufhören. Zum Aufhören, ja. Zum Aufheben drückst du X. Drücke erneut zum Ablegen. Okay, nichts leichter als das. Kann ich jetzt hier... ich kann Steine mitnehmen. Ah, wir müssen hier durch. Ja klar, kein Problem. Hubertus, was ist los, Jung? Vielleicht könntest du den Fluss überqueren, indem du einen Trittstein findest. Hast du in der Nähe noch Steine gesehen? Danke, Hubertus. Danke, du bist ein wahrer Freund. So, ich nehme mal hier noch. So schön. Na komm. Ja, beziehungsweise, ich mach mal da noch ein... Wir machen eine richtig schöne, fette Brücke. So, komm hier. Noch einmal... Nee, komm. Vielleicht könntest du mir ein Lied vorspielen. Ja, ich... Hab ich? Vielleicht später. Ich bin gerade nicht wirklich inspiriert. Das stimmt. Ich weiß es nicht. Wir sind gerade aus unserem Winterurlaub zurückgekommen. Aber eigentlich, ich glaube, uns beschäftigt uns erstmal... Was? Was? Hubertus! Was wolltest du sagen? Ich bin weggekrabbelt. Ich hab nicht lesen können. Ich hab dich nicht verstanden. Das Wasser rauscht so. Ohne Rast und Ruhe. Ja. Wir müssen weiter. Wir müssen einfach weiter. So, warte mal. Erstmal hier kurz umblicken. Hier müssen wir wieder rüber. Da oben sind die Steine. Kein Problem. Kann ich jetzt hier auch so runter? Warte. Hubertus, pass auf da unten. So viel Kraft. Ja. Ich bin... Brauchst du Hilfe? Nicht beim Tragen, aber vielleicht moralische Unterstützung. Hubertus, du bist wirklich ein ganz großer Freund. Ist ein Traum mit dir. Komm hier. Lass dich nicht treffen. Einmal hier runter. Und dann bauen wir uns nochmal ein schönes Brückchen. Sehr schön. Und so. Hubertus, du Kleine. Er sieht so gut aus. Ich liebe ihn. Hallo? Schieben! Du kannst Gegenstände schieben, indem du X gedrückt hältst, während du dich bewegst. Cool. Der wird doch gleich wegrollen. Nee, der bleibt da. Ich dachte, ich müsste noch auf die andere Seite und müsste eventuell vielleicht noch ein Steinchen besorgen. Quasi als... Hallo? Der Busch hat gewackelt. Was ist da drüben? Wer ist das denn? Dieser nette alte Knabe könnte uns weiterhelfen. Spiel doch mal deine Mundharmonika für ihn. Neuer Gegenstand. Hoffentlich hast du deine Mundharmonika dabei. Ich hab... Wir müssen RT halten. Es sieht furchterregend aus, aber ist wirklich freundlich, genau wie ich. Hubertus, du bist auch so ein gruseliges Gruselmonster. Hier ist aber los. So, wir halten mal RT und dann...
Da bekomme ich Lust zu tanzen. Hallo. Sehr nett von Ihnen, junger Mann. Sehr nett. Vielen, vielen Dank. Hubertus muss schwimmen. Warum hat er mich gerade... Warum hat er mich gerade an dieses eine... Diese Zeichen... Ach so. Hä? Diese Zeichnungen, die sehen aus wie die Winzlinge. Oh, jetzt ist er hier oben. Ich frage mich, wer sie gezeichnet hat. Oder warum? So, komm ran hier. Was ist denn hier los? Hallo? Da müsste noch ein zweiter her. Nicht genug Inspiration. Wir müssen uns noch ein bisschen Inspiration holen, damit wir hier... Okay. Wir müssen uns noch einmal inspirieren lassen. Jetzt schauen wir doch mal. Oh, du scheinst nicht inspiriert genug zu sein, um für die Winzlinge zu spielen. Vielleicht sollten wir mal nach Inspiration suchen. Das Hubertus. Das ist... Er sieht so geil aus. Vielleicht hast du recht. Hallo? Oh, er ist wieder da. Okay, warte. Ich würde hier ganz mal kurz... Kann ich hier rauf? Ich kann hier nicht rauf. Verdammt, da oben ist eine Höhle. Hier ist diese Zeichnung. Ich hätte... So, komm hier. Ich spring. Ich kann nicht drauf springen. Hubertus muss wieder schwimmen. Hui, vielen Dank, junger Mann, vielen Dank. Hallo, was ist... Lauf doch mal durch diesen Busch, um Inspiration zu sammeln. Was ist da drinne? Was hast du da für Schabernack angestellt, Hubertus? Der Busch scheint voll davon zu sein. Was? Hubertus. Wenn du da drin deine Notdurft verrichtet hast, ja, und ich trete da rein, dann gibt's Kloppe. Werde ich bestimmt auch inspiriert sein und eine komplette Mundharmonika-Ballade über diesen Moment kreieren. Hier ist wirklich Inspiration drin. So, komm hier. Ich laufe jetzt durch jeden Busch. Hier ist auch Inspiration. Mehr Inspiration. Die findet man einfach, weißt du? Die findet man einfach in irgendwelchen Büschen. Schieben. Ja, wir können Gegenstände... Oh, hier hinten noch. Und da war auch Inspiration. Level 2. Und so können wir auch wieder zurück. Sehr schön. Da oben... Ach nee, das ist nur eine Blume. Vielen Dank. Levelaufstieg. Aber hier oben war ja noch ein Rabe. Guten Tag, Herr Rabe. Diese Büsche sehen inspirierend aus. Allerdings sind sie etwas schwer zu erreichen. Okay. Bringe den Vogel dazu, dir zu helfen, indem du ihm etwas vorspielst. Okay, ja klar. Nichts leichter als das. Kreisende Vögel. Wenn du dem schwarzen Vogel Musik vorspielst, fliegt er im Kreis. Hör auf zu spielen, damit er losschnellt. Okay. Ich bin gespannt. Okay. Sehr schön. Wir lassen uns die Inspiration beschaffen. Ja. Sehr cool. Vielen Dank, Herr Vogel. Kann ich hier... Nö, hier habe ich alles abgegrast, glaube ich. Hier ist alles durch. So, dann können wir runterrennen zu unserer selbstgebastelten Brücke. Ich renne hier trotzdem nochmal. Ich renne hier trotzdem nochmal durch. Hui. So, einmal hier rüber, einmal hier runter. Ist ein Träumchen. So, du Kleiner. Sehr cool. Dort, versuche ihn dazu zu bringen, dir zu folgen. Na komm ran hier, Vollblasius. Guck mal hier. Mupa. Ruhiger, wir haben es geschafft. Cool. Ich habe kleine Wesen dazu benutzt, mir als Leiter zu dienen. Ist großartig. Komm rein hier in die Höhle. Level 3, wo habe ich das denn jetzt her? Du spürst, wie die Inspiration durch deinen Körper fließt. Jetzt kannst du noch gefühlvollere Musik spielen, auf die noch mehr Geschöpfe reagieren. Geil, ich werde hier noch zum Rockstar. So, denk daran, wenn du einen Gegenstand schieben kannst, kannst du ihn auch ziehen. Sehr schön. Was ist denn hier los?
Schilder? Mit Regeln? Mitten in der Natur? Wer würde denn sowas tun? Man darf hier... Ja, ist ja... Ja. Man darf nicht. Komm hier, zieh mal raus. Was soll das? So, das Ding löst sich auch sofort auf. Wie? Zelten auch nicht. Ich glaube, es hackt. Zuerst ja, darf man hier seine Nase oder seine Pfote oder sein Gemächt hier nicht in den Busch stecken, ja. Dann darf man hier nicht zelten. Jetzt darf man auch nicht mal hier Käffchen trinken. Das ist kein Tee. Das war keine Teekanne. Niemand mag Tee. Das ist Kaffee. Das ist immer noch Kaffee. Rauchen darf man... Was? Rauchen darf man hier auch nicht. Raus damit. Weg. Alles raus damit. Wer verschandelt hier das schöne Mumintal so? Was ist denn hier los? Was ist hier los? Wer fällt hier Bäume? Was ist das da drüben? Was? Der Parkwächter. Vergiss nicht. Du leistest hier sehr wichtige Arbeit. Hä? Jawohl. Was genau war eigentlich gleich nochmal meine Aufgabe? Ach, du musst dafür sorgen, dass diese Regeln jederzeit eingehalten werden. Rund um die Uhr. Jeden Tag. Wir bauen hier das Tal der Zukunft. Was ist mit den Toilettenpausen? Oh, hallo? Das war doch auch ein Mumin. Was zum Henker ist da mit ihm passiert? Hat er irgendwie schlecht geschlafen im Winter? Oder was? Was ist hier los? Es ist wohl die Möglichkeit hier. Zäune. Gerade Hecken. Verbotsschilder. Abgeholzte Bäume. Ich glaube, takt. Halt! Du musst auf den Park aufpassen, während ich unterwegs bin. Zur Pinkelpause. Ich muss nämlich mal richtig schön aufs Klo. Okay, ja, natürlich, klar, mache ich überhaupt gar kein Problem. Vollidiot. Es ist ja wohl nicht die Möglichkeit. Hier, komm hier raus mit dem Ding. Regeln, Schilder, alles macht mich schon wütend. Was ist hier los? Ich will zelten, kein Feuer machen. Ich glaube, es hackt. So, hier, raus damit. Das ist der Park, ja? Das ist der Park. Ich war mir sicher, dass hier Regeln standen. Das ist nur ein Loch. Das kommt vom Regen. Naja, dann suche ich mal woanders nach Regeln, die ich einhalte und ich durchsetze. Oder so. Dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm. Wenn ich die Regeln entferne, verschwinden also die Polizisten. Dann beseitigen wir mal den Rest des Parks. Oh, Schnuffgen. Oh. Richtig gute Idee. Und die Natur kehrt wieder zurück. So, ausgezeichnet. Ist ein Traum. Jetzt sieht es hier wieder aus wie im Mumintal und nicht wie am Reißbrett gezogen hier. Da ist ja schon wie... Noch so ein scheußlicher Park. Er versperrt mir den Weg. So, raus mit dem Ding. So, hier. Kein offenes Feuer. Ich glaube, takt. Müssen wir aufpassen, wenn er das sieht? Nee, der ist hinter dieser hässlichen Hecke. So, man darf nichts angrabbeln. Gucken darf man auch nicht. Ja, nicht anfassen, nicht gucken. Einfach woanders hingehen, ja, und da rum existieren. Wenn überhaupt. Wahrscheinlich sehen wir gleich ein Schild. Oh, warte mal. Wahrscheinlich sehen wir auch gleich... Hier ist noch Inspiration. Vielleicht sehen wir auch gleich ein Schild, irgendwie, dass man irgendwie nicht atmen darf oder überhaupt nicht existieren. So. Oh, sie ist aufgebracht. Eines ihrer Entenküken scheint da drüben festzusitzen.
Vielleicht sind es noch mehr arme Sting. Die beste Ente der Welt. Keine Sorge, ich werde die Gesellschaft leisten, während der heldenhafte Schlupfricht ein Entchen rettet. Haha! So, neue Aufgabe. Die vermissten Entchen. Finde alle Entchen und bringe sie zurück zu ihrer Mutter. Ja, nichts leichter als das. So, Frau Enterich. Da leuchtet irgendwas. Ich will es haben. Wahrscheinlich möchte ich es haben. Es wird wahrscheinlich verschlossen. Wir sollten mal nach einem Schlüssel suchen. Wahrscheinlich wird es Inspiration sein. Ja, ich weiß. Wer setzt denn hier diesen Mist hin? Ich glaube, takt. So, hier sind Steine. Wir gucken uns erstmal nochmal hier oben um. Ich höre irgendwas. Hallo? Hier wäre Mutter Monika spielen. Nö. Hier wird nicht Mutter Monika gespielt. Wir können ziehen, ja natürlich. Ich ziehe mal. Oh, hier ist Nummer 1. So, komm ran hier, Freund Blasius. Level 3. Ich bin Level 3. Na komm. Ja, jetzt komm schon mit. So, sieht doch so geil aus. Ach Mann, ey. So, Frau Enterich. Levelaufstieg. Ausgezeichnet. So, haben wir das geschafft? Wieder vereint mit ihrer Mutter. Welch Freude. Sie scheint immer noch aufgeregt zu sein. Vielleicht sind es noch mehr Entchen. Hubertus, du bist ein Genie. Man sieht es nicht. Wenn man nicht anblickt, würde man es nicht vermuten. Aber, Heilige, du bist ein Genie, Hubertus. So, hier sind Steine. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich, kann ich schon? Ich könnte. Hallo? So, komm, Rind. Ausgezeichnet. So. Was sollen wir denn da mit den anderen Entenküchchen suchen? So, eins haben wir noch gefunden. Alles gut. Wir holen deine Kinder. Und mit wir meine ich den Schlupferich. Ich bleib hier und sehe gut aus. Er ist die mutigste Person, die ich kenne. Und ich kenne nicht viele, aber eigentlich ist der Einzige. Also, und ich hoffe, den Entchen geht es gut. Also, ich sitze hier einfach und warte und bange. Und ich wünschte, ich hätte eine Vogelmama, die mich vermisst. Naja, ich bin ganz alleine und ganz klein. Ich habe nicht mal einen Namen. Und Schlupferich hat sich schon mal eine Adoption in Betracht gezogen. Ich bin, ach, vergiss es. Wir bringen dir deine Kinder im Handumdrehen zurück. Also Schlupferich macht das. Nicht ich. Ich mach das nicht. So was ist also. Was ein wunderbar trauriger Klang. So, hier hinten waren wir ja noch nicht so richtig. Beziehungsweise hier unten könnten wir mal. Nee, hier wäre. Ich springe da einfach rüber. Ich springe hier einfach drauf. Ich springe hier runter. So, hier hätten wir auch noch Steine, die wir bräuchten für... Wofür bräuchten wir die? Hier könnten wir sitzen und gucken. Oh, ich könnte stundenlang hier sitzen, aber wir müssen noch Küken retten. Ach, schön. Großartig. So, komm. So, Schnuffkin, wir müssten... Ach, hier oben. Hallo, Freund Blasius. Muss keine Brücke bauen. Ich muss. Hallo? Mimi. Na komm. Sie sehen so geil aus. So, kommt. Komm, du kleines Entenküchchen. Du siehst so süß aus. Ich steck dich gleich in meine Tasche und dann nehme ich dich mit. So, jetzt aber. Ich glaube, sie ist glücklich. Was für ein wunderbarer Klang, Titi. Ja, ist wirklich Titi. Ich bin zu Tränen gerührt. Ja, vielleicht könnte das dein Name werden, Titi. Titi, das macht mich so glücklich. Fast zu glücklich, aber viel glücklicher hat mich der Name Hubertus gemacht. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Hubertus vom See. Das so distinguiert. Distinguiert.
Du, das klingt hochwohlgeboren, wollte ich sagen. Das ist, aber Titi geht auch. Ist ein bisschen schweinisch, aber vielleicht bin ich auch so. Keine Ahnung. Ja, wie wäre es denn mit, Titiu? Ein glücklicher Anfang mit einem traurigen Ende. Titiu! Ja, fröhlich, traurig und schön. Wie das Leben selbst. Das gefällt mir. Mein Name lautet nun nicht mehr er, der den Schnupferich traf. Ich bin Titiu, meine eigene Persönlichkeit mit eigenen Verantwortlichkeiten. Und so viele Verantwortlichkeiten, ich sollte ihnen besser nachkommen. Aufgabe abgeschlossen. Die vermissten Entchen. Großartig. Am glücklichsten sind meist die, die am meisten für andere tun. So, und Aufgabe abgeschlossen. Das namenlose Geschöpf. Gut, ein Name ist keine Selbstverständlichkeit. Wie so vieles auf der Welt war er direkt vor unserer Nase und uns doch verborgen. Ich werde einen Briefkasten brauchen und Rechnungen. Oh, so viele Rechnungen. Was ist das? Ein Schlüssel? So, sehr schön. Das ist ein riesiger Schlüssel. Holla die Waldfee. So. Ach, guck mal. Glücklich und zufrieden. Jetzt schwimmen sie da. Oh Gott. Ich würde sie am liebsten so doll knuddeln, ja? Bis ihnen die Augen rausquellen. So, Schilder entfernen. Entferne alle 8 Schilder, um die Polizisten loszuwerden und die Natur wiederherzustellen. Nichts leichter als das. So, ein bisschen davon, ein bisschen hiervon. Aha. Diese tumben Polizisten. Zu doof. Zu blöd für diese Welt. Wir müssten hier vorbeischleichen. Der Parkwächter hat Statuen aufgestellt. Etwa von sich selbst. Kann ich die entfernen? Ich kann. Traum. Also nein, nicht entfernen. Ich kann ein bisschen Vandalismus betreiben. Ist großartig. So, hier drüben könnten wir noch ein bisschen gucken. Da sind Schilder. Der läuft hier im Labyrinth hin und her. Wir könnten uns in den Busch verstecken. Alles überhaupt kein Problem. Ausgezeichnet. So, kurz hier warten. Rein, durch die Rabatten. Den Hut sieht keiner. Schnell noch ein bisschen davon abgeholt. Hier könnte man nicht lang. Kann ich das schieben? Ich kann das nicht schieben. Schade. So, warte mal. Wir müssen hier warten. Vielleicht können wir ja die Statuen so als kleinen Bonus, ja, können wir die vandalisieren. Ausgezeichnet. Sieht viel, viel besser aus. Viel, 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 viel besser. So, wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Ich sehe... Schauen Sie mal in die andere Richtung. Warte. Einmal rausgerissen. Der verschwindet jetzt, oder? Verschwindet er, wenn er kein Schild mehr hat? Nee, verdammte Axt. Der verschwindet nicht. So, einmal hier, einmal da. Der Vogel ist furchtbar still. Vielleicht sollte ich für ihn spielen. Das hört natürlich der Polizist nicht. Und schnell daran vorbei. So, ausgezeichnet. Hier, der ist da. Wir könnten doch hier schon mal eins rausreißen. Wir sind schnell, wie der Wind. Und springen auch so schnell hier in den Busch. Uns findet keiner. Geh mal weiter. Verrichte mal dein Tagwerk. Pass mal hier auf. Auf den gezirkelten. Ist ja kein Park, das ist ja hier ein Naturgefängnis. So, einmal raus hier. Einmal hier lang. Ich habe keine Ahnung, wo wir lang müssen. Da unten war der Vogel. Hier oben war noch ein Schild. Das reiße ich doch schnell mal raus. Hier brauchen wir einen Schlüssel. Da kommen wir weiter. Hier drüben ging es nicht weiter, oder? Nee. Ach, was ist das denn? Mm.
Durst. Oh, hoppala. Kann ich? Wo muss ich hin? Ja, wahrscheinlich den Schlüssel stibitzen, wa? Was passiert? Ist er abgelenkt? Nee, verdammt! Nee, schnell auflaufen! Nein, verdammt, Axa! Das war ich viel zu spät. Erwischt! Ich will dich hier nicht nochmal sehen! Arschkrampe. Das kann er sich mal richtig schön abschminken. Polizeigewalt. So, warte. Wir müssen einfach nur schneller sein. Schnipp, schnipp, schnipp. Lalala. So, wenn der Polizist verschwunden ist, dann werden wir wahrscheinlich die Möglichkeit haben, den Schlüssel zu holen. Jetzt müsste ich in ihn erstmal. Von der anderen Seite würde aber auch beobachtet, wa? Kann es sein? Da ist noch so ein Schimmer drauf. Heißt also, auf der anderen Seite steht auch ein Polizist. Wie kommen wir denn an dem vorbei? Alter, was ist denn hier los? Holy, die ganze Natur. Völlig, völlig hinüber. So, warte. Wir müssen mal gucken. Wir müssen mal gucken. Irgendwas habe ich übersehen. Irgendwas müsste ich übersehen haben. Da oben ist... Können wir also doch wegschieben. Heißt also, wenn ich hier zurückkomme, dann haben wir hier hinten noch irgendwas übersehen. Dieser kleine Shortcut. So, warte. Hier lang, dort lang. Hier kommen wir nur wieder nach oben. Da wäre das also nicht. Heißt also... Kurz mal warten. Nicht, dass er uns aus den Augenwinkeln wahrnimmt. Yeah. Ausgezeichnet. Hier kurz gewartet. Irgendwo haben wir irgendwas... Haben wir irgendwas vergessen. Vielleicht hier unten? Aber ich war eigentlich ziemlich... Ziemlich gründlich, wenn ich ehrlich bin. Hier kommen wir nur wieder raus. Nö. Nichts vergessen. Heißt aber, müssen wir uns vielleicht doch den Schlüssel besorgen? Vielleicht müssen wir nochmal den Polizisten ablenken und dann den Schlüssel besorgen. Das könnte natürlich auch sein. So, warte mal. Schnell zurück. So schnell wir uns die Beine zumindest tragen können. Ja. So, rinn in den Busch. Da oben haben wir die Figur umgeworfen. Kein Problem. Einmal hier, einmal dorthin. Und dann können wir hier, können wir ja abkürzen. Alles kein Problem. So, haben wir das zumindest. Hier haben wir es auch super abgepasst. Nein, da wollte ich nicht rein. Ja, einmal weiter. Dankeschön. So, heißt also, ich müsste ihn... Ich müsste ihn nochmal ablenken. Geht doch. Ah, geht also doch. Das Schild muss weg. Heißt aber... So, warte. Schnell. Uppa. Hopp. So, rinn hier in den Busch. Erstmal gucken. Ja, es ist okay, gut. Jetzt dreht er sich nochmal um. Warte. Erstmal gucken. Nö, es passiert nichts. Ich glaube, es passiert... beinahe werde ich reingelaufen. Da werden wir ihm doch mal schön einen Riegel bzw. einen Blumentopf vorschieben. Und hier müssten wir rüber. Zumindestens, warte, da wird nicht lang geguckt. Wir könnten uns ja hier lang vorbei schleichen. Ja. Ein bisschen randalieren. Ausgezeichnet. Ein bisschen randalieren. Wir gucken jetzt hier nicht auf die zerstörte Natur. Oh ja. Weg mit dem ganzen Ranz hier. Und so stellen wir das Mumintal Stück für Stück.
Wieder her. Oh, die Brücke. Der Fluss. Was? Der Fluss ist weg. Und Mumin ist nicht da. Was ist nur geschehen? Oh, Schnuffkin. Und das war schon leider das Ende der Demo. Mann. Ach, nun gut. Schon wieder das gleiche Problem. Ich würde am liebsten gleich wieder weiterspielen. So, aber es ist schön, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, hier die Demos zu spielen und mal hineinzuschnuppern in Spiele, auf die ich und vielleicht auch sogar du schon seit einer halben Ewigkeit wartest. Es war ein wunderschöner Ausflug. Vielen, vielen Dank. Wirklich vielen, vielen Dank dafür. So, du kennst das Prozedere. Du springst einfach mal los, setzt das Spiel, wenn dir das denn gefallen haben sollte, auf die Wunschliste, denn so kann man auch Indie-Entwickler unterstützen. Denn je häufiger das Spiel auf Wunschlisten zu finden ist, desto häufiger wird es anderen auch angezeigt, die es vielleicht noch gar nicht irgendwie auf dem Schirm hatten. Und am Ende kaufen die das sogar. So, ist quasi eine Win-Win-Situation. Dich kostet es nur einen Klick und man kann ohne Geld die Entwickler, gerade Indie-Entwickler, unterstützen. Und ja, vielleicht springst du auch einfach mal los und lädst dir die Demo selber runter und hüpfst hier mal hinein in ja, die Gestalt von Snuffkin und rettest das Mumintal. Ein Schild und ein Tumbabulle nach dem anderen. So, ich würde sagen, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und hab noch einen wunderbaren Tag. Abend, Nacht, wie auch immer. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.